schon jemand da für mich, oder? Die erste Patientin. Ah ja, danke schön, dass Sie. Okay, dann zieh ich mal schnell um. Okay. Für die 47-Jährige beginnt der Tag ruhig. Sie kommt, nachdem ihre Sprechstundenhilfen schon alles organisiert haben. Und die wissen genau, was die Chefin am Morgen braucht. Einen guten Kaffee. Am liebsten habe ich das, wenn Joanna das macht. Die macht den besten. Aber wenn sie mal halt in der Schule ist, dann muss es jemand anderes machen. Aber dann bin ich dann auch zufrieden, ja. Zufrieden beginnt sie dann auch die Sprechstunde, auch wenn die Ärztin eine traurige Geschichte erwartet. Die 12-jährige Melina kommt mit Bauchschmerzen in die Praxis und ihr Vater macht sich deshalb große Sorgen. Er hat auch eine Vermutung, woher die Schmerzen kommen könnten. Ich glaube fest daran, dass die Trennung von der Mutter, also ich lebe getrennt von der Mutter, und die Mutter ist auch im Ausland, ist schon seit über anderthalb Jahren im Ausland. Und dass diese Sehnsucht, diese Ferne zu der Mutter natürlich große Sorgen macht. Ne? Das schlägt sich irgendwie auf den Körper. Also es ist schon sehr schwer, manche Dinge zu tun ohne meine Mutter. Und zum Beispiel halt so Mädchensachen oder so, das ist halt schwer. Und ich vermisse sie halt auch. Meine Schwester auch schon sehr. Ob die Bauchschmerzen eine psychosomatische Ursache haben, will die Kinderärztin in einem Gespräch herausfinden. Könnte es auch vielleicht zusammenhängen, ein bisschen mit deinem Bauchweh, so ein bisschen? Möglicherweise, ja, oder? Ja. Wann hast du denn das letzte Mal mit deiner Mama telefonierst du als noch mit ihr? Oder ist im Moment wirklich wieder so ein bisschen schwierig gerade? Es gab ja auch mal Zeiten, wo es besser war oder wieder Zeiten, wo es schlechter war. Also sie hat letzte Woche, keine Ahnung, glaube Donnerstag, Freitag so Donnerstag so, hat mich angerufen und ich war halt auch dran, hab gefragt, wie es geht und so. Okay. Und sie sagt halt immer, wenn sie mich hört, halt geht sie auch sehr gut. Melinas Vater könnte also recht haben. Dennoch will die Ärztin alle möglichen Ursachen überprüfen. Ich würde sie auf jeden Fall jetzt noch mal körperlich untersuchen, auch mal den Bauch abtasten. Und ich hatte eigentlich heute vor, mal einen Ultraschall zu machen, Ultraschall vom Bauch, einfach um auch da die organischen Erkrankungen auszuschließen. Was die Untersuchungen ergeben und ob die Kinderärztin herausfindet, woher Melinas Bauchschmerzen kommen, sehen Sie gleich. Nachdem Dr. Schwarz-Gutknecht in einem Gespräch psychosomatische Ursachen für die Bauchschmerzen überprüft hat, will sie das Mädchen nun auch körperlich untersuchen. Sie beginnt damit, Melinas Bauch abzutasten. Also die hat schon so ein bisschen eine Schmerzhaftigkeit, wenn man drauf drückt, aber man kann jetzt noch nicht genau sagen, was es sein könnte. Weiter geht es mit einem Ultraschall. Auch hier will die Kinderärztin nach Auffälligkeiten suchen. Fündig wird sie allerdings nicht. Also gesehen habe ich jetzt nicht so viel. Im Moment sieht alles ganz gut in deinem Bauch aus, ne? Sage ich auch gleich dem Papa. Ne? Und da müssen wir einfach mal weiter gucken. Aufgeben wird die 47-Jährige aber nicht. Also ich werde auf jeden Fall auch noch mal eine Blutuntersuchung machen. Wir machen gerne hier auch Stuhluntersuchungen, mal zu gucken, wie sieht es denn im Darm aus, wie sind so die ganzen Darmbakterien verteilt. Und letztendlich würde ich die natürlich dann auch zum Untersuchung, Ausschluss, Laktoseunverträglichkeit auch noch mal in die Klinik schicken. Einen konkreten Verdacht hat Dr. Schwarz-Gutknecht dennoch und wird diesem zusätzlich nachgehen. Also ich habe Melina noch mal zum Vier-Augen-Gespräch noch mal einbestellt, ohne ihren Vater, weil ich das Gefühl hatte, die will auch noch mal mit mir ein bisschen sprechen. Und das ist ganz gut, wenn ich mir da so ein bisschen mehr Zeit noch nehme und auch so, dass der Vater dann auch weggehen kann. Weil ich glaube, die hat ein bisschen Redebedarf im Moment noch mal. Und es ist auch schon so, dass sie auch wirklich im Moment ganz wenig Kontakt zu ihrer Mutter hat. Auch die Telefonate funktionieren im Moment überhaupt nicht. Und ich vermute jetzt schon, dass das wirklich der Hintergrund für ihre Bauchschmerzen ist. Sie ist zuversichtlich, Melina bald helfen zu können. Nachdem Melina mit ihrem Vater die Praxis verlassen hat, nimmt sich die Kinderärztin Zeit für ihre eigenen Kinder. Sie ist Mutter von zwei Söhnen. Hallo mein Schatz, und ist alles klar bei euch? Alles gut? Ja, den Mann habe ich jetzt zu seinem Kumpel da gebracht. Aha, okay. Ich habe gedacht, die Oma wäre schon da. Ja, die ist ja noch da. Mhm, okay. Er ist jetzt da mit diesem Malen da zum Semi-Döner. Ah ja. Okay, gut, prima. Und du hast auch was zu essen geholt? Ja, Oma hat was gebracht. Ah ja, super, okay. Gut, dann bis spät. Ich muss da irgendwas machen. Ich hab Ohrschmerzen, glaube ich. Okay, dann gucke ich noch einmal rein. Gut, bis später, mein Schatz. Hab dich lieb. Tschüss, tschüss. Ja. Er hat irgendwie gesagt, er hätte Ohrschmerzen. Das werde ich mir heute Abend schon mal genauer anhören und mal reingucken, ja. Genau, also immer so ein paar Wehwehchen haben meine Kinder natürlich auch, ja.
Die Sprechstunde geht zu Hause also weiter. Zuerst steht aber ein gemeinsames Mittagessen mit dem Team auf dem Programm. Und Joanna, was hast du vor jetzt in den Ferien? Ich fahre vielleicht nach Kroatien. Echt? Machst du Urlaub? Und mein anderer Urlaub, also wo wir die Praxis nicht zu haben, wahrscheinlich mit meinem Mann. Habt ihr schon Pläne? Wohin? Noch nicht, aber wir schauen. Neben privaten Geschichten wird dann auch über die nächsten kleinen Patienten gesprochen. Eine richtige Pause hat die Ärztin also nie. Ihren Job würde sie aber mit keinem anderen tauschen.